Landrat Jürgen van der Horst, nicht nur Landrat, sondern auch Vorsitzender des Zweckverbandes hier, Naturpark Kellerwald-Edersee. Haben Sie überhaupt hierher gefunden? Also ich hatte Schwierigkeiten. Also die Örtlichkeit zu finden, da muss man ein bisschen Ortskenntnisse mitbringen, ist aber gelungen. Die Region kennt man schon. Diese schicke Teichanlage hier in Oberhof habe ich jetzt zum ersten Mal besuchen dürfen. Tolle Anlage, lohnt allemal einen Besuch. Ist zumindest gelungen, ist auch zu finden. Ja, unser Landkreis ist, ich sage immer so ein bisschen Hessisch-Montana, nicht Hessisch-Sibirien, weil Hessisch-Montana hat Berge, hat Seen, hat Industrie, aber auch viel Natur. Wir leben vom Tourismus in der Hauptsache. Der Tourismus ist ein Schwerpunkt unserer Wirtschaftsstruktur. Das darf man auch gerne auch nochmal betonen. Wir haben natürlich auch produzierendes Gewerbe, wir haben eine gesunde wirtschaftliche Struktur, aber Tourismus ist ein wichtiges Thema. Das wird oft unterschätzt und auch vernachlässigt in der Bewertung. Die Wertschöpfung dient nicht nur der Finanzierung vieler Haushalte, sondern auch die öffentliche Hand profitiert in hohem Maße von der Wertschöpfung, die durch Tourismus entsteht. Und der schöne Nebeneffekt, da wo sich Touristen wohlfühlen, fühlen sich auch die Einheimischen wohl. Alles das, was wir im Tourismus machen, dient auch den Einheimischen. Nun ist der Naturpark quasi der Ring um den Nationalpark, quasi so ein Vorwerk zum Nationalpark, bietet aber auch mehr Vorteile als die reine Naturschutz im Nationalpark. Zum Beispiel die traditionelle Bewirtschaftung mit alten Haustierrassen, andere Möglichkeiten mit den Außenstationen und so weiter. Insoweit ist der Naturpark doch auch ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Ja, ich denke, die Mischung macht es. In der Mitte der Nationalpark, der maximalen Schutzstatus vermittelt. Dort will man in aller Regel den Menschen und die Kulturlandschaft nicht sehen. Der Naturpark baut die Brücke, die wir brauchen. Da geht es eben darum, auch die Kulturlandschaft zu bewahren und zu entwickeln, das gut zu organisieren, auch für die Menschen einen Mehrwert zu erzeugen. Und das kann wunderbarerweise der Naturpark auch so entwickeln und darstellen. Deshalb müssen wir diese Aufgabe auch in die Zukunft führen. Die Aufgabenstellung, die wir mit dem Naturpark, mit dem Landschaftspflegeverband organisieren wollen, sind wichtige Aufgaben für unsere Region. Vielen Dank. Kirsten Gamfer, 20 Jahre Naturpark Kellerwald. Schönes Jubiläum, ne? Ja, das ist super. Wir feiern hier unser großes Fest mit ganz vielen Naturparkstationen. Sie können Kräutersalz machen, Fließgewässer untersuchen, basteln mit Naturmaterialien, sich beteiligen. Es gibt natürlich jede Menge Essen und Trinken. Bernd Gieseking trägt gleich einen Vortrag vor und danach spielt auch noch das Waldrandorchester. Jetzt bietet der Naturpark natürlich noch viel mehr als alle 20 Jahre ein Fest. Das sind Führungen, das ist Naturschutzaufgaben, das sind alte Haustierrassen. Also es ist ein ganz weiter Bogen, was der Naturpark Kellerwald-Edersee hier anbietet. Ne? Ja, das stimmt. Und heute stellen wir alles einmal komprimiert dar. Die super Gelegenheit, den Naturpark kennenzulernen. Wir hatten mal einen wunderschönen Termin, weil auch Wanderwege dahingehend betreut werden, dass man ja Trekkingstationen eingerichtet hat, sprich Zelten in der freien Natur an bestimmten Plätzen, etwas, was in Deutschland normalerweise gar nicht geht. Bei uns geht das, ne? Bei uns geht das am Lichtenfelser Panoramaweg zwischen Sauerland und Edersee. Das sind 70 Kilometer, auf denen man wandern kann, mit 2 oder 3 Übernachtungen dazwischen in der freien Natur. Und das wird gut angenommen? Das wird gut angenommen, ja, aber es ist noch sehr überschaubar. Also die Chance, alleine zu zelten, ist noch relativ hoch. Vielen Dank. Sehr gerne. Clever, ne? Gewonnen.